Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin zunächst mal der Kollegin Delligötz ausdrücklich dankbar an der Stelle, dass sie den Unfug, den die Frau Lötsch zu den Gesundheitsausgaben vorhin verblasen hat, relativiert hat. Sie machen es sich viel zu einfach, wenn Sie den Bundeshaushaltsansatz in Relation zu den Verteidigungsausgaben stellen und sagen, das sei alles, was wir für die Gesundheit tun. Ein jeder weiß, dass die Gesundheitskosten über die Kassen finanziert waren, 220 Milliarden im gesetzlichen Bereich, noch mal die Hälfte fast dazu im PKV-Bereich. Und deshalb ist es schon sehr populistisch, was Sie da an der Stelle abgezogen haben. Ich glaube, man sollte das nicht tun, weil man das Risiko hat, liebe Kollegin, dass der eine oder andere darauf reinfällt, so wie der eine oder andere hier aus dem Hohen Haus auf die Zeitungsente von der Zusatzbeitragsexplosion reingefallen ist. Es war eine Zeitungsente. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran lag, dass einige Kollegen ein besonderes Vertrauen in ein Presseorgan setzen, das ansonsten von Bildern und Übertreibung lebt. Das weiß ich nicht. Aber ich gehe auch davon aus, dass der eine oder andere, und das sieht man auch an dem Verlauf dieser Debatte, einfach ein gewisses politisches Kalkül dahinter steht und sagt, das gibt jetzt die Möglichkeit, das eine oder andere Thema, Stichwort Parität, Stichwort Bürgerversicherung, zu spielen. Bei den Leuten verfängt mehr das Thema Plausibilität. Denn wie der Kollege Lauterbach vorhin deutlich gezeigt hat, haben wir viel getan für die Patienten, für Strukturen, für Qualität. Und jedem leuchtet ein, dass das am Ende des Tages auch Geld kosten wird, Geld, das uns die Gesundheit, meine Damen und Herren, auch am Schluss wert sein muss. Das muss man in der Klarheit sagen. Mich ärgern aber, sage ich auch ganz offen, dann die GKV-Lobbyisten, die da natürlich zunächst mal auf den Kostenanstieg requirieren, das ist durchschaubar, aber gleichzeitig kritisieren, dass die Qualitäts- und Effizienzgewinne noch nicht da seien. Meine Damen und Herren, da haben die einen entscheidenden Beitrag daran. Wir haben nämlich wieder eine ganze Menge an Aufgaben an den gemeinsamen Bundesausschuss delegiert. Ich meine, ein ganzes Stück zu viel. Wir überfrachten das Gremium, das nur als Cetrum Censeo. Aber man muss sich dann schon an die eigene Nase fassen, wenn es um die Umsetzung geht, und nicht zur Unzeit und zu früh sowas kritisieren. Da ist die Krankenhausreform ein beredtes Beispiel, sowohl was die Umsetzung angeht, aber auch mit Blick auf die Frage, was wir alles getan haben und dafür, dass wir das sehr ausgewogen gemacht haben, mit dem Pflegezuschlag dafür Sorge zu tragen, dass die Pflege nicht am Schluss der Steinbruch ist, wo man die Kosten einspart, ist das eine. Das andere, einen Strukturfonds aufzulegen, der zeigt, wir haben jawohl in manchen Regionen der Republik zu viel Betten und die Länder sind gefordert, da etwas zu tun. Die sollen, meine Damen und Herren, dann aber auch endlich die Politik machen dazu. Und wenn ich vorhin von politischem Kalkül gesprochen habe, dann beziehe ich mich auf die paritätische Finanzierung. Kollege Lauterbach, das ist nun ganz klar, wann das beschlossen wurde. Damals hieß es Sonderbeitrag, heute heißt es Zusatzbeitrag, aber was anderes war es nicht. Beschlossen im Jahr 2004 von Rot und Grün gemeinsam. Und warum Sie sich denn immer wehren, wenn Sie was Gutes tun, Stichwort Agenda 2010, verstehe ich beim allerbesten Willen. Wehrt euch doch nicht dagegen, wenn ihr was gemacht habt, was einen Sinn macht, muss man das doch nicht von sich schieben, sondern muss sagen, jawohl, wir haben damals Rücksicht genommen auf Wir haben damals Rücksicht genommen auf den Anstieg der Lohnnebenkosten und es war sinnvoll, das damals in dieser Weise zu tun. Ich will Ihnen auch sagen, warum es aus einem anderen Grund noch Sinn macht, an der Stelle dafür etwas zu tun, weil nämlich der Wettbewerb der Kassen untereinander über diesen Zusatzbeitrag in Zukunft funktionieren wird. Der Beitragszahler, nicht der Arbeitgeber, der Beitragszahler entscheidet über die Frage, bei welcher Kasse er versichert ist. Das wird er nur tun, wenn er selber einen Anreiz dafür hat, das zu tun. Und Frau Lösch, die 50 Euro, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die kann er in Zukunft einsparen, wenn er die Kasse wechselt. Herr Nüßlein, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Dann bitte schön, Karl Lauterbach. Jetzt ist Karl Lauterbach dran. Dann, aber meine Frage ist die folgende. Sie wollen doch nicht bestreiten, dass ich erstens gesagt habe, dass wir nicht den Arbeitgeberbeitrag damals unter der rot-grünen Regierungszeit eingefroren haben, weil dies war ja der Vorwurf, der eben vorgetragen wurde, der zitiert wurde auch vom Arbeitgeberpräsident.
Das würde ja bedeuten, dass ich gesagt hätte, was nicht stimmt, wir hätten den Sonderbeitrag nicht eingeführt. Aber um den Sonderbeitrag ging es ja gar nicht, sondern das Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages. Das hat Schwarz-Gelb eingeführt. Ich hätte das gar nicht kritisiert, wenn es nicht zur Sprache gekommen ist, weil es nicht meine Art ist, Schwarz-Gelb zu kritisieren, während wir gemeinsam regieren. Das ist eine Sache der Höflichkeit. Aber genauso, meine Frage ist, Sie müssen doch einräumen, dass ich erstens von dem Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages bei 7,3% gesprochen habe. Ich habe sogar die Prozentzahl genannt, also die Beitragssatzzahl genannt. Und Sie müssen doch auch einräumen, dass das also von Schwarz-Gelb eingeführt wurde und nicht unter Rot-Grün. Herr Nüßlein. Herr Kollege Lauterbach, nun bin ich nicht das Protokoll, aber ich vertraue Ihnen, dass Sie genau gewusst haben, was Sie gesagt haben an der Stelle. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch keinen Dissens konstruieren. Ich habe mich jedenfalls von dem Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags, gerade was die Unionsseite angeht, nicht distanziert. Und wenn Sie sich nicht distanzieren vom Sonderbeitrag, der eben nicht paritätisch finanziert ist, dann sind wir wieder gemeinsam einer Weltmeinung, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, ich darf in dem Zusammenhang mal nur am Rande darauf hinweisen, dass die Arbeitgeber mit der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall immerhin 51 Milliarden Euro, mit dem GKV-Beitrag für geringfügig Beschäftigte 3 Milliarden Euro und Beiträge für geringverdienende versicherungspflichtige Auszubildende 1 Milliarde Euro immerhin auch einen Beitrag in einer großen Höhe leisten, der nicht paritätisch finanziert ist. Und das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass man das an der Stelle mal erwähnt. Ein paar Redner vorhin haben requiriert auf das Thema Bürgerversicherung. Auch da kann ich es mir leicht machen. Ich kann beispielsweise den Kollegen Müntefering zitieren, der in Richtung der Grünen seinerzeit gesagt hat, diesen Kompromiss sollten wir gemeinsam vertreten und nicht die Menschen zur Unzeit verunsichern. Er hat sich bezogen auf die Nichtparität. Ein Wechsel zur Bürgerversicherung, wie ihn die Grünen verlangen, kann die Probleme im Gesundheitswesen allein nicht lösen. Beamte und Selbstständige werden ja nicht nur zusätzliche Beitragszahler, sondern auch zusätzliche Leistungsempfänger. Das muss man mal in der Klarheit auch noch mal sagen. Franz Müntefering war das, und er hat da durchaus recht gehabt an der Stelle, denn es gibt einen Bestands- und Eigentumsschutz, der den Zugriff auf die Altersrückstellungen verwehren wird. Das heißt, die Rechnung wird nicht aufgeben. Und eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, die Sie da ganz gern mit ins Feld führen, da muss ich darauf hinweisen, bei den Zinsen kommt momentan nichts raus. Das ist ein ganz anderes Problem, das wir an anderer Stelle diskutieren. Bei den Mieten hat die SPD gemerkt, dass es am Schluss zulasten der Mieter gehen wird. Und meine Damen und Herren, verfassungsrechtlich kann man die Beitragsbemessungsgrenze auch nicht endlos ausdehnen. Und deshalb wird das keine Lösung sein, sondern ein neues Problem, mit dem Sie hier am Schluss konfrontiert werden. Wir jedenfalls raten dringend, die private Krankenversicherung auch ein Stück Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Da gibt es nämlich in der Tat ein paar Schwierigkeiten, über die man reden muss. Ich glaube, dass die private Krankenversicherung nachweislich zu einer bestmöglichen Versorgung aller Versicherten, nicht nur der Privatversicherten, beiträgt. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns, Kollege Lauterbach, gemeinsam Gedanken machen würden, wie man in dem Bereich noch das eine oder andere voranbringen könnte. Ich nenne vier Beispiele. Die erweiterte Möglichkeit zur Vertragsgestaltung mit Leistungserbringern, eine Verstetigung der Beitragsanpassung statt dieser Beitragssprünge, da steht wieder ein Sprung bevor. Ich sage, wir brauchen mehr Flexibilität bei der Tarifgestaltung im Interesse der Versicherten, zum Beispiel eine generelle Öffnung des Standardtarifs. Und wir brauchen mehr wettbewerbliche Elemente durch Tarif- und Anbieterwechselung. Warum soll das, was wir im GKV-Bereich machen, nicht auch im PKV möglich sein? Ich glaube, darüber sollten wir uns Gedanken machen, wie man das moderat entwickelt und wie man das Thema voranbringt. Zurück zu den Kosten noch einmal. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass man das nicht nur buchhalterisch oder finanzmathematisch sehen kann, sondern dass wir ein Potenzial nutzen müssen, um auf der einen Seite Kosten zu senken, aber auf der anderen Seite auch die Situation für die
Patienten zu verbessern. Was das Krankenhauswesen angeht, wurde es bereits angesprochen, Hygieneprogramm, andere Themen. Im Bereich der Medikamente will ich mich beziehen, beispielsweise auf das Thema Hepatitis C-Mittel. Wir können da deutlich mittlerweile lesen und nachvollziehen, wie teuerste Medikamente am Schluss erstens für Heilung sorgen, zweitens für eine Kostensenkung sorgen, weil sie Operationen vermeiden, Organtausch vermeiden, weil sie Ansteckung vermeiden, weil sie Arbeitsausfall vermeiden. Und deshalb sind solche Innovationsanreize zunächst mal aus meiner Sicht ganz besonders wichtig. Und wir miteinander in der Großen Koalition machen eine Politik, die auf diese Innovationsansätze setzt. Allerdings, meine Damen und Herren, nicht blauäugig. Denn man sollte bei den Zytostatika zum Beispiel ganz klar festhalten an den Rabattverträgen und sich wirklich Gedanken machen, wie der Kollege Henrich das heute vorschlägt, ob man die nicht künftig direkt auch mit den Herstellern abschließt. Ich halte das für einen wichtigen Weg, um auf der einen Seite das Thema Innovation im Griff zu behalten, aber auf der anderen Seite auch dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht kostenseitig ausgebotet werden. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Sätze zu dem Thema Flüchtling sagen. Auch da hat die Kollegin Delligötz durchaus recht. Es ist nicht nur ein Flüchtlingsthema, sondern es ist natürlich insgesamt ein Thema Hartz IV. Deshalb müssen wir gucken, dass möglichst wenige Leute am Schluss in Hartz IV kommen und möglichst wenige Leute dann am Schluss auch die Kassen an dieser Stelle belasten. Ich verstehe das, die Beschreibung. Es handelt sich hier wirklich nur um die zweitbeste Lösung, die es ausnahmsweise über den Fonds zu machen. Das kann keine Dauerlösung sein. Wir haben auch noch nicht mal eine genaue Vorstellung darüber, was das Ganze kostet. Denn da kommen auf der einen Seite sehr gesunde, aber es kommen auch ausgesprochen kranke Menschen zu uns. Und deshalb muss man sich das aus meiner Sicht sehr genau anschauen. Ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass das auf der einen Seite ordentlich finanziert bleibt. Wir sollten uns aber auch Gedanken machen, wie man das Ganze nicht überfrachtet. Und das heißt, überfrachten heißt an der Stelle insbesondere, dass man keine neuen Ideen entwickelt. Das sage ich auch in Richtung der Grünen, Stichwort Dolmetscherkosten, keine neuen Ideen entwickelt, wie man die GKV zusätzlich belasten kann. Also wenn Sie das eine kritisieren, rate ich zur Zurückhaltung bei den Kosten an der anderen Seite. Dann wäre viel geholfen und Ihre Argumentation wäre dann auch ausgewogen, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Nüßlein. Nächste Rednerin.